Heute schauen wir uns die Agarose-Gel-Elektrophorese an. Das Ziel der Agarose-Gel-Elektrophorese ist, die Größe von DNA-Fragmenten, also Stücken von DNA, zu bestimmen. Aber wie soll man das machen, wenn man gar nicht weiß, wie groß seine Stücke sind? Dazu bedient man sich eines einfachen Tricks. Zusätzlich zu der Probe, die man auf dem Agarose-Gel analysieren will, lädt man in einer weiteren Tasche einen sogenannten Größenstandard oder Größenmarker. Dieser Größenstandard oder Größenmarker besteht aus einem Gemisch von DNA-Fragmenten, deren Größe man genau weiß. Und im Vergleich mit den Proben, die man hat laufen lassen, kann man dann die Größe seiner DNA-Stücke abschätzen. Da man das Problem hat, dass die Elektrophorese in einer wässrigen Lösung durchgeführt wird und die Proben, wenn man sie in die Taschen spritzt, wieder herausschwimmen würden, muss man die Proben beschweren. Das macht man mit einem sogenannten 6-fach-Ladepuffer. Der macht die Proben schwer, sodass die Proben, wenn man sie über die Tasche pipettiert, in die Tasche hineinsinken. Dieser 6-fach-Ladepuffer enthält Glycerol. Und wenn man, das ist eine sehr dichte Lösung. Wenn man die mit seiner DNA-Lösung vermischt, dann nimmt die Dichte der Lösung zu und dadurch wird die Probe schwer und sinkt leicht in die Tasche hinein. Zusätzlich enthält dieser Puffer zwei Farbstoffe, die sich ähnlich verhalten wie DNA. Der eine Farbstoff verhält sich so wie ein kleines DNA-Stück, was schnell durch das Gel wandert. Der andere Farbstoff verhält sich wie ein schweres, großes DNA-Stück, das langsam durch das Gel hindurch wandert. So kann man, obwohl die DNA in dem Augenblick noch nicht sichtbar ist, in etwa abschätzen, wie weit die DNA-Fragmente gewandert sein könnten. Außerdem ist der Puffer, wie der Name schon sagt, auch ein Puffer. Und ein Puffer hat die Eigenschaft, dass er den pH-Wert einer Lösung konstant hält und zusätzlich Salze beinhaltet, die es ermöglichen, dass der Strom durch diese Lösung geleitet wird. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal berechnen, wie wir das alles richtig zusammenpipettieren. Als erstes wollen wir die Markerlösung vorbereiten. Wir verwenden den 2-Log-Marker. Der hat eine Konzentration von 1 µg pro Mikroliter und wir möchten gerne 1 µg in unser Agarose-Gel analysieren. Und jetzt ist natürlich die magische Frage, wie viel Mikroliter müssen wir pipettieren, wenn wir genau 1 µg haben wollen. Den Mathe-Genies unter euch sollte es aufgefallen sein, dass wenn man eine Konzentration von 1 µg pro Mikroliter hat, man genau 1 µl pipettieren muss, um 1 µg zu erhalten. Wir pipettieren also 1 µl 2-Log-Marker. Jetzt ist noch die Frage, wie viel 6-fach-Ladepuffer wir hinzufügen müssen und steriles Wasser, damit wir ein Gesamtvolumen von 12 µl haben, was wir hinterher leicht in die Tasche pipettieren können. Der 6-fach-Ladepuffer ist 6-fach konzentriert und sollte daher 1:6 verdünnt werden. Um also das benötigte Volumen an 6-fach-Ladepuffer zu berechnen, nehmen wir das Gesamtvolumen 12 µl geteilt durch den Verdünnungsfaktor 6 und erhalten so 2 µl. Es müssen also 2 µl Ladepuffer zu unserem 12 µl Ansatz hinzupipettiert werden, um die richtige Konzentration zu erhalten. Jetzt müssen wir nur noch das Volumen steriles Wasser, was hinzupipettiert werden muss, berechnen. Dazu rechnen wir 12 µl minus den 1 µl der DNA-Lösung minus 2 µl des 6-fach-Ladepuffers und erhalten so. Wir wollen auf unserem Gel allerdings nicht nur den Marker analysieren, sondern eben auch DNA. Und zwar wollen wir Plasmid-DNA analysieren, die wir isoliert haben. Dazu möchten wir 1 µg Plasmid auf dem Gel analysieren. Wir haben zwei verschiedene Plasmide, die analysiert werden sollen, und zwar das PGLOW und das PRZA-Plasmid. Das PRZA-Plasmid, was wir verwenden, hat eine Konzentration von 263 Nanogramm pro Mikroliter. Das PGLOW-Plasmid hat eine Konzentration von 112 Nanogramm pro Mikroliter. Von jedem Plasmid soll jeweils genau 1 µg, also 1000 Nanogramm, auf dem Gel analysiert werden. Und jetzt stellt sich wieder die magische Frage, wie viel Mikroliter sind das jeweils, wenn ich 1 µg auf das Gel auftragen möchte? Das kann man ganz einfach mit einem Dreisatz berechnen.
263 Nanogramm entsprechen einem Mikroliter. Dann entspricht 1 Nanogramm 1 Mikroliter geteilt durch 263 Nanogramm. Und 1000 Nanogramm entsprechen dann einem Mikroliter geteilt durch 263 Nanogramm mal 1000 Nanogramm. Tippt man das in den Taschenrechner ein, so erhält man genau 3,8 Mikroliter. Das ist also das Volumen von PRZA-Plasmid, das wir pipettieren müssen, um genau 1 Mikrogramm PRZA-Plasmid zu haben. Genau das gleiche machen wir jetzt wieder mit unserem P-Glow-Plasmid. Wir wissen, dass 112 Nanogramm einem Mikroliter entsprechen. Dann entspricht 1 Nanogramm einem Mikroliter geteilt durch 112. Und 1000 Nanogramm, also 1 Mikrogramm, entsprechen dann genau einem Mikroliter geteilt durch 112 mal 1000. Und das rucki zucki in unseren Taschenrechner eingetippt, ergeben 8,93 Mikroliter von unserem P-Glow-Plasmid, die wir pipettieren müssen, um genau 1 Mikrogramm P-Glow-Plasmid zu erhalten. So, mit diesen Informationen können wir jetzt unsere Pipettierschemata aufschreiben. Wir haben berechnet, wir brauchen genau 3,8 Mikroliter von unserem PRZA-Plasmid sowie 8,93 Mikroliter von unserem P-Glow-Plasmid. Und das entspricht jeweils einem Mikrogramm von der jeweiligen DNA. Als nächstes müssen wir noch berechnen, wie viel 6-fach Ladepuffer, hier abgekürzt mit LP, und wie viel steriles Wasser hinzupipettiert werden muss. Damit wir wieder jeweils ein Gesamtvolumen von 12 Mikrolitern erhalten. Da wir das gleiche Gesamtvolumen haben wie vorher beim Marker, müssen auch hier wieder 2 Mikroliter 6-fach Ladepuffer zu jeder Probe hinzugegeben werden. Die Menge des benötigten Wassers errechnet sich wieder aus den Volumina, die vorgegeben sind. Also 12 Mikroliter minus 3,8 Mikroliter minus 2 Mikroliter, also 6,2 Mikroliter für die PRZA-Probe und 12 Mikroliter minus 8,93 Mikroliter minus 2 Mikroliter für die P-Glow-Probe. Das sind genau 1,07 Mikroliter. Um unseren Marker und unsere Proben vorzubereiten, nehmen wir zunächst 3 Eppendorf-Tubes. Dann beschriften wir die 3 Tubes. Und fangen an, nach dem Pipettierschemata unsere Proben zusammenzumischen. Für den 2-Log-Marker benötigen wir 1 Mikroliter von dem Marker. Pipettieren sollten Sie sehr genau darauf achten, dass Sie sehen, was Sie pipettieren. 1 Mikroliter ist nicht viel, das muss man sehen, ob man den aufgesaugt hat oder nicht. Das Röhrchen also am besten so schräg halten, dass man den unteren Teil des Röhrchens sehen kann und sieht, wie der 1 Mikroliter in die Spitze aufgesaugt wird. Beim Einfüllen in das Röhrchen die Spitze der Pipette gegen die Gefäßwand halten, sodass ein kleines Tröpfchen an der Wand abgesetzt wird. Durch die Adhäsionskräfte des Epis wird der Tropfen so an der Wand hängen bleiben und man kann sicher sein, dass wirklich die Flüssigkeit abgegeben wurde. Aber auch hier sollte man wieder genau hinschauen. Als nächstes nehmen wir 2 Mikroliter von dem 6-fach Ladepuffer auf. Und pipettieren diese direkt auf den zuvor pipettierten Tropfen an die Gefäßwand. Abschließend pipettieren wir 8,9 Mikroliter steriles Wasser dazu. Durch Auf- und Abpipettieren können wir die Lösung mischen. Zusätzlich flicken wir das Röhrchen noch ein kleines bisschen, das heißt zu schnipsen, und zentrifugieren die Lösung später in der Zentrifuge mit den anderen beiden Lösungen ab, die wir auf das Gel auftragen wollen.
Nun mischen wir unsere erste zu analysierende DNA-Probe, unseren PSZA-Vektor. Dazu nehmen wir 3,8 Mikroliter von der Plasmid-DNA, geben auch hier 2 Mikroliter des 6-fach-Ladepuffers hinzu und vermischen das Ganze noch mit 6,2 Mikroliter sterilem Wasser. Für unser P-Glow-Plasmid messen wir 8,93 Mikroliter unserer DNA ab geben ebenfalls 2 Mikroliter des 6-fach-Ladepuffers hinzu und füllen mit 1,07 Mikroliter sterilem DH2O auf 12 Mikroliter Gesamtvolumen auf. Nachdem die Proben gut durchmischt wurden, müssen wir sie noch kurz in der Zentrifuge wieder in die Spitze des Hütchens zurückschleudern. Als nächstes bereiten wir unser Gel vor. Dazu müssen wir zunächst die Kammer öffnen. Unseren Schlitten bereitstellen. Das in Alufolie gewickelte Gel vorsichtig auspacken. Und ohne es kaputt zu machen, vorsichtig auf den Schlitten legen. Dann setzen wir den Schlitten so in die Agarose-Gelkammer, dass die Taschen beim Minuspol liegen, also dem schwarzen Pol. Dann füllen wir so viel TAE-Puffer in die Agarose-Gelkammer, dass das Gel gut mit Puffer bedeckt ist, aber die Kammer maximal bis zur Max-Bezeichnung-Markierung gefüllt ist. Man sollte auf keinen Fall mehr Puffer in die Kammer gießen, weil sonst die Kammer überläuft und man sich einen Elektroschlag holen kann, wenn man den Strom anschließt. Wenn man jetzt von oben auf das Gel drauf schaut, dann sieht man die Taschen nicht so wahnsinnig gut. Es gibt aber einen Trick, mit dem man die sehr gut sichtbar machen kann. Man kann nämlich jetzt einfach den schwarzen Keil, den man zum Gießen der Gele benutzt hat, unter die Kammer schieben, in den Bereich, wo die Taschen sind, und schwuppdiwupp sind die Taschen wunderbar sichtbar. Damit man später noch ganz genau weiß, was in welcher Tasche geladen ist, sollte man sich einen Ladeplan erstellen. Dazu schreibt man sich auf, was in welche Tasche kommt. Dann beginnt man jeweils die 12 Mikroliter der jeweiligen Proben genau nach dem Ladeplan in die jeweiligen Taschen zu füllen. Dazu saugt man die 12 Mikroliter auf. Und pipettiert diese jetzt vorsichtig etwas oberhalb der Tasche in die Tasche hinein. Damit man beim Pipettieren nicht so zittert, was die Tasche zerstören könnte, drückt man mit dem Zeigefinger der anderen Hand unten etwas gegen die Pipette. So kann man die Pipette deutlich stabiler halten. Nun in aller Ruhe zielsicher die Lösung in die Tasche pipettieren. Thank you.
Und das macht man jetzt mit all seinen Proben. Wenn man jetzt alle seine Proben geladen hat, sollte man die Kammer am besten gar nicht mehr bewegen, weil sonst die Proben wieder aus den Taschen schwappen. Dann setzt man richtig gepolt den Deckel auf, also schwarz auf schwarz und rot auf rot. Und steckt den Stecker richtig orientiert in den Stromgeber ein, also auch wieder schwarz auf schwarz und rot auf rot. Dann kann gar nichts falsch gepolt sein. Durch Druck auf die Fall nach oben Taste stellen wir 120 Volt ein. Durch Druck auf die Taste neben dem Milliampere-Anzeichen, bis man auf dem Uhrzeichen mit dem leuchtenden Symbol landet, kommt man in die Zeiteinstellung. Wir stellen 30 Minuten ein und drücken auf das laufende Männchen. Jetzt läuft das Gel. Dass die Elektrophorese wirklich läuft, können wir überprüfen, indem wir einen Blick in die Kammer werfen. Denn an den Elektroden sollten kleine Gasbläschen, so wie hier sichtbar, aufsteigen. Außerdem sollte der Farbstoff jetzt beginnen, in Richtung Pluspol zu wandern, genau wie unsere DNA. Daran erkennen wir außerdem, dass das Gel richtig gepolt ist. Mit dem Gel weiter passiert, zeigen wir euch in einem weiteren Video. Bis später!